hätte ich das vorher gewusst, da hätte ich mir echt so viel Geld bei so vielen Spielen sparen können. Oder hast du gewusst, dass man Spiele bei Steam ausprobieren und wenn sie dir nicht gefallen, einfach zurückgeben kannst? Und ja, dann gibt's auch das Geld zurück. Aber nicht nur das, ich zeig dir in diesem Video, wie du deine Steam-Spiele mit Freunden und Familie teilen kannst, wie du Ordnung in deine Bibliothek reinkriegst und vieles mehr. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal noch ein Tipp, der dir im Zweifel mehr Geld spart als alle anderen Tipps zusammen. Er schützt dich nämlich davor, dass dein Account gehackt wird. Wäre nämlich ganz schön teuer, deine ganze Steam-Bibliothek zu ersetzen, oder? Also warte nicht länger und aktiviere die Zwei-Faktor-Authentisierung. Die ist ein effektives Mittel, eigentlich das effektivste Mittel, um deinen Account vor Passwort-Dieben zu schützen. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Smartphone und darauf dann die Steam-App. Geh einfach in dein Steam-Konto auf Account-Sicherheit und aktiviere dort den Steam-Mobile-Authentikator. Schon ist dein Konto deutlich sicherer und du kannst beruhigt zocken. Jeder kennt es, den legendären Pile of Shame, mal wieder im letzten Steam-Sale komplett eskaliert. Geht mir auch regelmäßig so. Das Problem daran, meine Bibliothek ist mittlerweile so riesig, dass ich komplett den Überblick verloren habe. Wenn dir das auch so geht, dann ist dieser Tipp genau der richtige für dich. Du kannst nämlich sogenannte Kollektionen erstellen. In die kannst du dann Spiele einsortieren, zum Beispiel nach Genre, Beendigungszustand. Und so geht's. Klicke in der Bibliotheksansicht auf das Kachelsymbol oben links, direkt neben dem Button Startseite. In diesem Kollektionsfenster klickst du dann auf Neue Kollektion erstellen und wählst dann aus, ob du die Kollektion selber manuell zusammenstellen willst oder ob Steam das automatisch für dich machen soll. Natürlich auch dann nach deinen Vorgaben. Mit dem nächsten Tipp kannst du jede Menge Geld sparen, indem du Spiele mit Freunden und Familie teilst, weil ihr wisst, Sharing is caring. Sharing is caring. Dann muss nämlich nicht jeder das Spiel einzeln kaufen. Perfekt also, um sich mit seinen Geschwistern oder Kumpel zusammenzutun. Nur gleichzeitig zocken, das geht leider nicht. Das Feature, das nennt sich Familienfreigabe. Damit kannst du Spiele mit anderen Accounts teilen. Dafür muss dann aber erstmal SteamGuard auf beiden Accounts aktiviert sein. Außerdem müssen sich beide Accounts zumindest einmal auf demselben PC angemeldet haben. Dann rufst du die Steam-Einstellung auf und klickst auf den Tab Familie. Da geht es dann auf den Punkt Familienbibliothek auf diesem Gerät aktivieren und wählst dann den Account aus der Liste aus, mit dem du deine Spiele teilen willst. Und jetzt ist euer Kumpel, Bruder, Schwester oder auch Opa dran. Der muss jetzt nämlich Zugriff auf das gewünschte Spiel anfordern. Kurze Korrektur, in dem Video sage ich eigentlich, dass wenn man die Familienbibliothek aktiviert hat, der das Spiel leihen will, dann in der Steam-Oberfläche nochmal auf Leihen drücken muss und der andere das per Mail bestätigen muss. Aber das ist wohl gar nicht mehr so. Ich habe das gerade nochmal ausprobiert, Familienbibliothek aktiviert und ich konnte direkt, ohne das irgendwie noch anfordern zu müssen, auf alle Spiele zugreifen. Also umso besser. Wenn du ein Spiel mit Controller spielst und die Standardkonfiguration, die gefällt dir nicht, dann kannst du ganz einfach auch ein Preset aus der Community nutzen. Damit das funktioniert, musst du erstmal den Big Picture Modus von Steam starten. Dafür klickst du hier oben links auf Anzeigen, dann auf Big Picture Modus. In den Big Picture Modus wechselst du dann in deine Bibliothek und wählst das Spiel aus, dann auf das Controller-Symbol klicken und mit einem Klick auf das aktuelle Layout öffnest du eine Übersicht, wo es offizielle Steam-Vorlagen und eben auch Community-Layer zur Auswahl gibt. Such dir einfach die aus, die dir am besten passt. Jetzt kommen wir aber zum Tipp, der mir so viel Geld gespart hätte, hätte ich mal vorher gewusst, dass man Spiele umtauschen und sich sein Geld zurückerstatten lassen kann. Hast du das schon gewusst? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin ich wieder der einzige Idiot, der es nicht gewusst hat. Of course! Also, wenn ihr das gewusst habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich hätte jedenfalls so einige Spiele lieber zurückgegeben. Stuff! Do you know the way to Uranus? Sorry, ich bin erkältet aktuell. Es gibt allerdings zwei Voraussetzungen dafür. Du kannst nicht einfach nach 2 Jahren sagen, das Spiel gefällt mir nicht, ich hätte gern mein Geld zurück. Der Kauf darf nicht länger als 14 Tage zurückliegen und du darfst es maximal 2 Stunden gespielt haben. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ist beides der Fall und du hast keinen Bock mehr auf das Spiel, dann gehst du auf die Support-Seite von Steam und klickst auf Spiele, Software und so weiter. Vorher musst du dich natürlich einmal einloggen. Dann suchst du das Spiel in der Liste und klickst dann entweder auf Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder einfach auf Ich habe es aus Versehen gekauft. Dann kannst du eine Rückerstattung beantragen, entweder auf die Zahlungsmethode, die ihr zum Zahlen benutzt habt oder auch als Steam-Guthaben. Krass, oder? Du kannst also Spiele ohne Risiko ausprobieren und bei Bedarf einfach wieder zurückgeben. Wenn du so viel Zeug in deiner Bibliothek hast, dass du komplett den Überblick verloren hast, kannst du einige Spiele ausblenden. Es ist dann immer noch in deinem Account vorhanden, wird aber in der normalen Bibliotheksansicht nicht mehr dargestellt. Einfach rechtsklick auf das Spiel und dann im Reiter Verwalten die Option Verstecken aktivieren.
Willst du das Spiel wieder anzeigen, klickst du ganz oben links im Steam-Client auf Anzeigen und dann auf Versteckte Spiele. Hier findest du alle ausgeblendeten Spiele und kannst diese mit einem Rechtsklick dann verwalten und von Versteckt entfernen wieder deiner Bibliothek hinzufügen. Wobei, meistens macht es mehr Sinn, die Spiele in Kollektionen zu verwalten, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja das ein oder andere Spiel, das niemand zu sehen bekommen soll. Den Sex Simulator. Und wenn du gar keinen Bock mehr auf ein Spiel hast und auch keine Rückerstattung mehr bekommst, dann kannst du es tatsächlich komplett und endgültig von deinem Account entfernen. Dazu rufst du einfach wieder die Supportseite von Steam auf, gehst auf Spiele, Software und so weiter und wählst das Spiel aus der Liste aus. Jetzt klickst du auf, ich möchte dieses Spiel dauerhaft von meinem Account entfernen. Dann nochmal bestätigen und weg ist es. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das tun sollte. Du vielleicht? Was du übrigens auch nicht tun sollte, das ist günstige Gaming Keys von Seiten wie G2A und Co. zu kaufen, auch wenn es bei den Preisen so verlockend ist. Ich weiß. Aber da gibt es gleich mehrere Probleme, die auf euch zukommen können. Was euch als Nutzer solcher Seiten möglicherweise drohen kann, ob die Seiten legal sind und ob ihr euch beim Kauf sogar strafbar macht, das erzähle ich euch in diesem Video hier unten. Übrigens mit dem Medienanwalt Christian Solmecke. Also schaut da unbedingt mal rein. Ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Video.